Siehst du, das ist doch viel besser als rumspringen und das Eis kaputt zu machen, oder? Oh, hey, sehe ich aus wie ein Ball? Lass mich runter. Oh, oh. Oh, ich habe vergessen, langsam zu sagen. Ein großes, bäriges Mysterium. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Hi! Die Arme ist da. Yum, 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 yum. Da klingt aber jemand hungrig. Yeah. Meine schönen Yummy-Bären! Ich krieg es, ich krieg es! Yum, yum, yum. Gefunden. Danke, Bartleby. Wir haben noch eine Kuchenform gefunden, Eure Hoheit. Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Das bedeutet mehr Yummy-Bärenkuchen für den Yeti-Frühling. Yeti-Frühling? Ja, die Yetis wachen demnächst aus ihrem Winterschlaf auf. Sie werden sehr hungrig sein und sie lieben die Yummy-Bären. Ich krieg Topf nicht runter von Kopf. Oh. Endlich. Dieser Kuchenboden ist auch fertig. Speziallieferung, Yummy-Bären. Bartleby, könntest du bitte die Yummy-Bären holen gehen? Bären? Sofort, Eure Hoheit. Sofort, Eure Hoheit. Vielen Dank. Die Yummy-Bären sind da. Und jetzt nicht mehr. Der Korb ist leer? Ich verstehe das nicht. Der Korb war voll und plötzlich, puff, war er leer. Oh, sieht nur. Immerhin ist noch eine Beere übrig. Hi, du kleine Beere. Du riechst so gut köstlich. Verwirrtes Violett. Da hat jemand meine Yummy-Bären geklaut. Wir haben es mit einem Rätsel zu tun. Keine Sorge, Regenbogenkönig. Wir finden eure verschwundenen Beeren. Das ist kein Problem für uns, denn die Detektive True und Bartleby sind an dem Fall schon dran. Sind wir? Oh, ja! Ich meine, sind wir. Großartig! Viel Glück, ihr Detektive! Detektive, das sind wir. Detektive! True, was sind Detektive? Sie lösen Rätsel, indem sie Hinweise finden und ihnen folgen. Wir brauchen also nur einen Hinweis finden. Hinweis! Was ist das? Lass mal sehen. Oh, Yummy-Bärensaft! Unser erster Hinweis! Ein äußerst nasser Hinweis, findest du nicht? Das sind Fußspuren, Bee. Wer auch immer die Yummy-Bären mitgenommen hat, muss welche verloren haben und danach reingetreten sein. Und hat dann riesige, bärige Fußspuren hinterlassen. Wir haben das Rätsel gelöst. Super, kann ich dafür eine Handvoll Bären bekommen? Noch nicht, Bee. Denn wo sind die Bären? Ich... Oh, oh ja. Lass uns weiter den Fußspuren folgen. Fußspuren mehr, True. Dann sollten wir uns trennen und nach mehr Hinweisen Ausschau halten. Noch ein Hinweis. Eine lila Pfütze. Die könnte vielleicht von Yummy-Bären sein. Oh, doch nur eine Eispfütze. Aha, okay, okay. Und wann hast du das letzte Mal eine Yummy-Beere gegessen? Gib es zu. Du liebst Yummy-Beeren, oder nicht? Oder nicht? Bartleby, warum schreist du so? Tu ich? Entschuldige. Okay. Die Busse können dir vielleicht weiterhelfen, wenn du sie nicht anschreist. Sieh mal, noch mehr Bärenfußspuren. Wow, ich bin super mit diesem Detektivkram.
Entschuldige, kannst du uns sagen, welcher Fahrgast diese Fußspuren hinterlassen hat? Nein, ich kann nicht sehen, wer einsteigt. Ich gucke ja nur auf die Straße. Aber bei der letzten Fahrt habe ich ein paar große, matschige Fußspuren gehört. Ein Hinweis! Ist dir noch etwas anderes aufgefallen? Oh, der Gast hat so etwas gesagt. Jam, jam, jam. Noch ein Hinweis? Bringst du uns dorthin, wo der Fahrgast ausgestiegen ist? Sicher, ich fahr da ja eh lang. Hüpft rein. Danke. Sehr gerne. Viel Glück. Körbe. Ich liebe Körbe. Guck, ich bin in einem. Wow, und jetzt in einem anderen. Aber dieser hier ist besser. Oder ist dieser hier besser? Oder ist der besser als dieser hier? Sieh mal, ein Hinweis. Eine Yummy-Beere. Glaubst du, dass diese Körbe voll damit waren? Ja, waren sie aber. Dann waren sie es nicht mehr. Wir sollten sie eigentlich ausliefern. Aber die Beeren sind einfach verschwunden. Und jetzt müssen wir sie wieder zurück zur Greif-sie-Marschi-Insel schicken. Tilby, ich frage mich, ob der Bärenbandit diese Körbe geleert hat. Ist das, könnte das etwa ein neuer Hinweis sein? Wenn es euch nichts ausmacht, würden wir gern mit diesen leeren Körben mitfahren. Aber sicher. Mach's gut, Drew. Und Bartleby. Und wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Ich? Oh ja. Bartleby, sieh mal! Nicht schon wieder! Was ist passiert, Farmermus? Drew, die Yummy-Beeren sind verschwunden! Ich komme gerade von der Bäreninsel und die ganze Ernte ist, puff, verschwunden! Die ganze Ernte? Naja, also fast die ganze. Wir haben noch einen Korb übrig. Ja, ja, ja! Nicht schon wieder! Jetzt ist wirklich alles weg. Was sollen denn die Yetis jetzt essen? Sie werden Yummy-Bärenkuchen essen. Denn wir sind zwei Detektive und wir finden sie. Psst, True, wir haben gar keine Hinweise mehr. Wir sind ein bisschen hinweislos. Dann sollten wir uns Wunschhilfe besorgen, damit wir den Bärenbanditen schnappen können. Kumelo! Hallo, Kumelo. Zum Wunschbaum, bitte. True und Bartleby. Was machst du denn da, Sie? Ich suche nach Verstecki, einem Anpassungswunsch. Er kann optisch mit allem verschmelzen, sodass man ihn nicht sieht. Und deshalb kann ich ihn nicht finden. Wir helfen dir beim Suchen. True, wo bist du denn? Das war lustig, Verstecki. Danke. Danke, True. Wie kann ich euch heute helfen? Ein Bärenbandit. Alle Bären im Königreich sind verschwunden. Und dabei ist Yeti-Frühling. Wie bitte? Das ist ja schrecklich. Das ist es. Bartleby und ich sind als Detektive unterwegs und suchen nach Hinweisen. So wie saftige Bärensaft-Fußabdrücke. Wir haben versucht, den Bärenbandit zu finden, aber es gibt keine Hinweise mehr. Kommt, setzt euch. Lasst uns nachdenken. Wie finden Detektive normalerweise Hinweise? Also, sie schauen, lauschen und schnüffeln. Oh, Bartleby. Ich brauche einen Wunsch, der mir hilft, besser zu hören und einen, der mir hilft, besser zu riechen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir.
Was für eine lustige Wunschtruppe. Mal sehen, was die Wunschtorpedie über ihre Kräfte sagt. Dein erster Wunsch heißt Schnupper. Er kann sogar Gerüche riechen, die fast unriechbar sind. Hi, Schnupper! Ich bin mir sicher, dass Schnupper uns neue Hinweise erschnuppern kann. Hör mal, ist ein Hörwunsch. Er kann Töne wahrnehmen, die sehr weit weg sind. Und er kann sie verstärken. Vielleicht können wir so die Geräusche vom Bärenbanditen hören und ihnen folgen, um ihn dann zu finden. Und dein dritter Wunsch heißt Baxili. Er kann jede Pflanze, die du in der Natur findest, vergrößern. Klasse! Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Findet ein paar Hinweise und schnappt euch den Bärenbanditen. Zurück zur Greif-Sie-Mapsi-Insel, Kyurino. Danke, Kyurino. Was? Wünsche leuchten? Du hast einen Zeh gestoßen? Nein, ich sagte danke, Kyurino. Ganz schön laut hier, nicht wahr? Mal sehen, ob Hör mal bei dem ganzen Lärm Hinweise raushören kann. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Hör mal. Wunsch werde wahr. Hörst du schon was, Hör mal? Ich liebe es, das zu sagen. Das war definitiv verstärkt. Oh. Versuch einen anderen Ton. Dieses Mal sehe ich. Wir hören immer noch keine Tonhinweise. Kannst du es noch mal probieren? Yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Das ist es, das ist es. Yum, yum, yum. Ja, das haben wir vorhin gehört. Hör mal, los, finden wir das Geräusch. Mach's gut. Yum, yum, yum. Du gehst da lang und ich geh hier lang. Ich geh da lang, ich mach hier lang. Ich kann dich hören, Bärenbandit. Ja. Ein Yeti, gib mal. Wow, dieser Ort ist fantastisch. Hey, True, können wir hier meinen Geburtstag feiern? Warte, Bi, suchst du noch oder spielst du schon? Hör mal, hat einen Tonhinweis, komm mit. In welche Richtung ist der Bärenbandit gegangen? Du kannst ihn jetzt gar nicht mehr hören? Er macht keinen Mucks mehr. Danke für deine Hilfe, hör mal. Ein Korb! Whee! Warte mal, Bartleby! Sind leere Körbe nicht toll, True? Bee, das ist es. Der Korb ist leer, weil der Bärenbandit alle Beeren gegessen hat. Und deshalb konnte Hör mal ihn auch nicht mehr hören. Und wenn dieser Korb auf dem Förderband war, dann bedeutet das, dass der Bärenbandit wieder nach unten zum Boden ist? Wow! Siehst du? Ich bin ein guter Detektiv.
Sag ich doch, ich hab's allen gesagt. Sieh doch mal, da sind die Bärenfußspuren wieder. Lass uns diesen Fußspuren folgen. Fußspur? Fußspur? Fußspur. Fußspur. Oh, keine Fußspuren mehr. Detektive geben niemals auf. Wir schauen, lauschen und schnüffeln. Wir schnüffeln nach Hinweisen. Okay, ich bin leider kein Hund mit toller Schnüffelnase. Zum Glück, sondern eine Katze mit guten Augen. Vielen Dank. Hast du irgendwas gerochen? Ich rieche tatsächlich einen leichten Hauch von Yummy-Beeren. Aber es ist nicht genug Geruch für mich, um zu sagen, wo er herkommt. Wir haben einen Wunsch, der uns dabei helfen kann. Schnupper, mach dich bereit. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Schnupper. Wunsch werde wahr. Das kitzelt. Schnupper, kannst du bitte mal an dieser Beere riechen und dem Geruch dann folgen? Wow, Schnupper ist ein super Schnüffler. Der Bärenbandit in Flagranti erwischt. Also, wo sind die restlichen Beeren? Und warum hast du sie allen anderen weggenommen? Butterby. True, bitte. Ich befrage unseren Verdächtigen. Und zwar wirklich professionell, möchte ich sagen. Das ist nicht der Bärenbandit. Schau dir doch mal seine Füße an. Die sind viel kleiner als die Fußspuren, die wir gesehen haben. Aber er ist doch Bären. Dieser süße Fratz hat vermutlich ein paar rumliegende Beeren gefunden und angehalten, um sie zu fressen. Oh, süßer, du süßer, süßer. Okay, er hat die Beeren nicht geklaut. Aber vielleicht hat er gesehen, wer es war. Du hast recht. Hast du einen bärenfressenden, großfüßigen Räuber hier langkommen sehen? Oder da lang? Könntest du vielleicht einfach zeigen, in welche Richtung er gegangen ist? Danke. Schnupper, riechst du irgendwelche Beeren von dort? Und wir sind wieder auf Hinweiskurs. Genieß deine Beere, Süßi. Hä? Sind wir eventuell falsch abgebogen? Nach links statt nach rechts? Scheint so. Hier gibt es nichts außer einer großen Wanderstelle. Da ist das Geräusch wieder. Sehr viele Yeti. Die sehr viele Yummy-Beeren essen. Wir haben unsere Bärenbanditen gefunden. Was machen wir jetzt, True? Entschuldigt, liebe Yetis, aber diese Beeren, also die gehören nicht nur euch. Also ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Oh. Yum, yum, yum. Ich bin eine Ninja-Katze, keine Yummy-Beere. Sachen zu nehmen, ohne zu fragen, ist nicht gut. Der Regenbogenkönig und Farmer Mo sind sehr traurig wegen der verschwundenen Beeren. Vermisse Regenbogenkönig. Vermisse? Regenbogenkönig? Du vermisst den Regenbogenkönig? Du sprichst Yetilisch? Das ist ja völlig verrückt. Ja, ich spreche ein bisschen Yetilisch. Hallo, habe ich erwähnt, dass ich eine Ninja-Katze bin? Ich bin kein Yeti-Baby. Vielen Dank auch. Lass mich jetzt... Oh, Mann. Regenbogenkönig, bitte kommen, seid ihr da? Ich bin so froh, von dir zu hören. Hast du meine Yummy-Bären gefunden? Ja, aber ich denke, ihr solltet lieber zur Yeti-Höhle kommen. Sofort. Bin schon unterwegs. Vielen Dank. Oh, meine Yeti-Freunde sind wohl zu früh aufgewacht. So früh, dass eure Yummy-Bärenkuchen noch nicht bereit für sie waren. Und ohne diese Kuchen müssen die armen Kerle so hungrig gewesen sein. Gut gemacht, Detektive True und Bartleby. Ihr habt das Rätsel gelöst. Ja, sie fühlen sich schlecht, weil sie alle Beeren im ganzen Reich aufgegessen haben. Oh, und ich mich auch. Ich fühle mich auch sehr schlecht.
Keine Sorge, meine flauschigen Freunde. Wir verstehen jetzt alles. Vielen Dank. Aber was, wenn Sie im nächsten Frühling auch zu früh aufwachen? Und wenn dann keine Kuchen und Beeren fertig sind, werden Sie dann nicht rumschleichen und Sie widerstehen? Saphirblau. True, das ist ein Problem. Irgendwelche Ideen? Ich hab eine. Eine große. Mami Yeti, Baby möchte seine Beeren. Yetis, ihr werdet jetzt von Beerenessern zu Beerenfarmern. Wir werden euch beibringen, eure eigenen Yummy-Beeren zu züchten. Yeah, yeah, yeah. Das ist eine tolle Idee. Das könnte etwas dauern. Zeit für meinen letzten Wunsch. Sap, Su, ausgewählt bist du! Mach auf, Waxili! Wunsch werde wahr! Waxili, lass uns diesen Sprössling in einen Busch verwandeln. Einen Busch voller Yummy-Beeren. Gut gemacht, Waxili! Ein paar Büsche mehr züchtet, habt ihr immer genug Beeren für den Yeti-Frühling. Und was ist besser als Yummy-Bären? Yummy-Bären-Kuchen! Sehr gut, Regenbogenkönig! Ihr wisst, dass wir 6 sind, oder? Hast du schon wieder Hunger, Bartemie? Regenbogenrettung! Wow! Hi, Mom! Juhuhu! Der niemals endende Regenbogentag hat begonnen! Ich wünschte, er würde wirklich niemals enden. Stell dir mal einen niemals endenden Regenbogen-Jahrmarkt vor! Es bedeutet, dass der Regenbogen niemals endet, Bartleby. Nicht der Tag. Wo fangen wir an, Bee? Einfach beim Frühstück. Pfannkuchen. Yummy, yummy, yummy. Blau-grün, gelb-rot. Ja, sie sind alle da. Sieh nur, Bartleby. Es geht los. Regenbogentag! Okay, was jetzt? Wir probieren Regenbogen-Yeti-Spaghetti. Wie wär's mit der Regenbogen-Achterbahn? Ich empfehle einen Besuch in Dilly Dallys Diorama der dekorativen Daseinsfreude. Regenbogenkönig! Fröhlichen, niemals endenden Regenbogentag, Eure Majestät. Euch auch, True und Bartleby. Also, was ist dieses dekorative Dilly-Dolly-Düdeldumm? Dilly Dallys Diorama der dekorativen Daseinsfreude. Es ist voller atemberaubender Schätze aus dem ganzen Königreich. Wie diese Sukalele. Meine gute Freundin Dilly Dally hat sie mir gegeben. Ihr kennt Dilly Dally, die große Entdeckerin? Das tue ich in der Tat. Sie ist eine meiner liebsten Freundinnen. Wir beide lieben die Musik, also bringt sie mir immer wieder ein interessantes musikalisches Souvenir von ihren Reisen mit. Können wir sie treffen? Bedauerlicherweise nicht. Dilly Dally ist letztes Jahr aufgebrochen, um ein magisches Instrument am Ende des niemals endenden Regenbogens zu finden. Sie ist schon ein ganzes Jahr weg? Scheint eine kleine Trödlerin zu sein. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eine schrecklich lange Zeit. Selbst für Dilly Dally. Ich fürchte, sie wird wohl vermisst. Vermisst? Wir müssen sie finden. Wuchernder Wacholder, das ist viel zu gefährlich, True. Jeder, der den niemals endenden Regenbogen passiert, muss auf alles vorbereitet sein. Und vor dem Sonnenuntergang zurück sein. Wenn irgendjemand Dilly Dally zurückbringen kann, sind das Bartleby und ich. Also gut, aber denkt dran.
Bei Sonnenuntergang verschwindet der niemals endende Regenbogen für ein weiteres Jahr. Wir bewegen uns so schnell wie Kitty Nati. Oder True? Wir brauchen zuallererst dringend Wunschhilfe. Oh, Kumalo! Danke, Kumalo. Wir bringen dich rechtzeitig für die nächste Tour zum Jahrmarkt zurück. Zum Wunschbaum, bitte! Okay, Wünsche. Nochmal von vorn. Musikalische Wünsche. True, Bartleby. Mögt ihr Jazz? Hört euch das an. Nicht jetzt, Sie. Wir haben es leider sehr eilig. Ja, wir gehen über den niemals endenden Regenbogen. Um Dilly-Dally zu finden. Die große Entdeckerin? Ich glaube, von ihrer letzten Expedition ist sie nie zurückgekommen. Richtig. Deshalb gehen wir über den Regenbogen, um sie zu suchen. Das bedeutet, ihr müsst vor dem Ende des Tages zurück sein. Was ist, wenn ihr auch auf der anderen Seite stecken bleibt? Wir müssen uns wirklich beeilen, Sie. Aber es klappt schon, solange wir Wunschhilfe haben. Aber sicher. Lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Naja, vielleicht kommt Dilly-Dally nicht zurück, weil sie festsitzt. Oder weil sie Hilfe braucht. Wir müssen einfach auf alles vorbereitet sein. Richtig, wir wissen nicht, was euch hinter dem Regenbogen erwartet. Wir wissen es zwar nicht, aber der Wunschbaum teilt immer die richtigen Wünsche mit uns. Ich muss dann nur noch herausfinden, wie ich sie einsetzen soll. Und das schaffst du jedes Mal, True. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte Kuster. Hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Stampfi. Zeig mir all deine Zauberei. Oh, oh. Was für eine aufregende Wunschauswahl. Mal sehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte zu sagen hat. Das ist Puster. Puster? Dieser Wunsch wird euch umhauen. Puster kann tief einatmen und einen super kraftvollen Luftstrom ausstoßen. Ich kann es nicht erwarten, das zu sehen, Puster. Wer ist der Nächste? Oh, klar, es ist Stampfi. Stampfi! Wie du weißt, ist Stampfi ein Trampelwunsch, den nichts glücklicher macht, als zu stampfen und zu trampeln. Schön, dich wiederzusehen, Stampfi. Ich weiß zwar nicht, wann wir dich brauchen, aber wir werden bestimmt eine bahnbrechende Zeit haben. Stampfi! Und zu guter Letzt haben wir noch Korokoro. Ein super seltener Wunsch. Korokoro hat Anti-Rutschkräfte. Er kann dir helfen, auf rutschigen Oberflächen zu gehen. Fantastisch! Ich bin froh, dich dabei zu haben, Korokoro. Korokoro! Seid ihr drei bereit für ein Abenteuer auf dem niemals endenden Regenbogen? Ja! Su, Sip, Sap, Wünsche in den Rucksack! Danke, Sie! Wir sind bald wieder da! Davon gehe ich aus! Danke, Kumalo. Flieg zurück zum Jahrmarkt. Wir gehen zu Fuß weiter. Ja, es tut gut, mal ein bisschen die Beine zu strecken. Wie lange kann es schon dauern, den niemals endenden Regenbogen zu überqueren? Blups, wir müssen wirklich weit oben sein. Wann sind wir denn am Ende des niemals endenden Regenbogens?
Ich kann nicht glauben, dass Dilly Dally es alleine bis hier oben geschafft hat. Ich frage mich, was sie hier gesucht hat. Ich hoffe, dass ich den größten Sasuni-Saft der Welt finde. Mmh, super kalt mit vielen Eiswürfeln und... Eine Gabelung! Ich glaube, ein Strohhalm funktioniert besser bei Sasuni-Saft, True. Nein, da ist eine Gabelung im Regenbogen. Sieh nur! Hä? Wo sollen wir langgehen? Ich mach das schon, True. Mein Schwanz weiß immer genau, wo ich langgehen soll. Und zwar da lang. Wieso will dein Schwanz da lang? Ganz einfach. Auf dem anderen Weg sind Treppen. Das hast du gut gemacht. Na los. Was soll ich sagen, True? Das läuft ja wirklich reibungslos, findest du nicht auch? Oder, True? Oh-oh. Was soll das heißen, oh-oh? Oh nein. Ach, das ist doch irgendwie wie Seiltanzen. Wir müssen nur langsam und gleichmäßig gehen. Wow! Ich hab dich, True. Puh, danke. Das ist schwieriger, als ich dachte. Ha! Nicht für einen waschechten Kittinati. Guck mir zu, okay? Und mach genau, was ich mache. True, das ist regenbogenleicht. Halte durch, Bee! Hab dich! Puh. Geht es dir gut, Buddy? Ja, jetzt schon. Aber ich hätte mich nicht mehr allzu lange festhalten können. Das ist hoch. So könnte es gehen, wenn wir zusammenarbeiten. Du hältst mich und ich halte dich, okay? Klar, so machen wir es. Langsam. Vorsichtig. Okay, komm schon. Okay. Du schaffst das, True. Nur nicht runtergucken. Wir sind nämlich echt hoch. Und dir sollte nicht schwindelig werden. Du solltest nicht einmal daran denken, runterzufallen, weil du sonst... Ich kann nicht hinsehen. Geschafft. Was? Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gutes Teamwork, richtig? Danke, Bee. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Sieh nur, wir sind fast an der Spitze des Regenbogens. Ja, egal, was dieser olle Regenbogen uns entgegenstellt. Wir schaffen das! Zu früh gefreut. Komm schon, wir müssen uns beeilen, wenn wir schneller sein wollen als der Sturm. Entschuldigung. Hallo. Wir müssen wirklich dringend auf die andere Seite des Regenbogens. Würden Sie uns bitte durchlassen? Oh, du steckst hier fest und kannst nicht weiter? Was sollen wir tun, True? Wir können nicht einfach durch eine Gewitterwolke rennen. Eine falsche Bewegung und... Nicht, wenn wir sie mit Wunschhilfe davonpusten. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du! Puster, Wunsch werde wahr! Hallo, Puster. Siehst du die große Gewitterwolke da drüben? Sie steckt im Regenbogen fest und braucht unsere Hilfe. Versuchen wir, sie wegzupusten mit deinem super starken Luftstrom. Okay, Puster. Puster, Puster, Puster! Ich glaube, sie ist... Sehr kitzelig. Probieren wir es nochmal, Puster. Gern geschehen. Danke, dass du uns nicht geblitzt hast. Gut gemacht, Puster. Zurück in den Rucksack. Wow, sei vorsichtig, Bee. Es ist ziemlich rutschig. True, das macht ja echt Spaß, aber wir haben überhaupt keine Bremse. Bereite dich auf eine Bruchlandung vor. Regenbogens. Oh, Dilly Dally muss irgendwo auf dieser Insel sein.
Hallo? Dilly Dally, bist du hier? Hör mal, hörst du auch ein Tink, Tink, Tink? Du hast ja richtige Katzenohren, True. Ich denk, 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 das Tink, Tink, Tink kommt von da drüben. Oh, Bartleby, sieh nur, sie ist es, Dilly Dally. Was? Herr Jemine, habt ihr euch verirrt? Nein, wir sind hier, um dich zu finden. Ich bin True und das ist Bartleby. Wir sind Freunde vom Regenbogenkönig. Besten Bongos! Jeder Freund des Regenbogenkönigs ist auch mein Freund. Freunde, schaut, wo wir hier stehen. Ich freue mich, pink euch hier zu sehen. Nun hört mir zu und schaut nach vorn mit blauen Äuglein, lila Ohren, die Lippen spitz und Luft hinein. Herrje. Oh, Dingeling, das ist nicht toll. Die Flöte klingt nicht, wie sie soll. Ein Werkzeug könnte helfen hier. Den pinken Stein, den brauchen wir. Die Lippen spitz und Luft hinein. Nein. Oh, Dingeling, das ist nicht toll. Die Flöte klingt nicht, wie sie soll. Ich tipp, tipp, tipp und tapp, doch kein Tipp-Tapp bricht ihn mir ab. Meine Dilly, Delikasophalflöte. Und alles, was fehlt, ist ein... Juhu! Bravo, das war super toll. Der Regenbogenkönig hätte das Lied geliebt. Oh, Regenbogenkönig, ich vermisse ihn so schrecklich. Ich habe ihn schon ein ganzes Jahr nicht gesehen. Ich könnte niemals so lange von True getrennt sein. Aber du hast Glück. Er hat uns losgeschickt, um dich zu suchen und nach Hause zu bringen. Sei keine komische Kolbenflöte. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin freiwillig hier geblieben. Hä? Ich habe magische Kristalle gesammelt, um diese Kasufalflöte als Souvenir für den Regenbogenkönig zu bauen. Aber der allerletzte Kristall will sich einfach nicht rühren und deswegen fehlt mir ein Ton. Und ich werde auf gar keinen Fall ohne ihn gehen. Was wäre ich bitte für eine Freundin, wenn ich ein halbfertiges Souvenir mitbringen würde? Ich glaube nicht, dass sie heute noch vorhat, mit uns mitzukommen. Mm-mm. Wir sind hergekommen, um Dilly Dally zu retten. Wir werden nicht ohne sie nach Hause gehen. Also dann sollten wir uns beeilen, True. Die Sonne geht bald unter und dann sitzen du, ich und Dilly Dally bis zum nächsten niemals endenden Regenbogentag hier fest. Oh. Okay, wenn Dilly Dally nicht ohne ihren letzten Kristall nach Hause will, dann helfen wir ihr, ihn rauszubekommen. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Stampfi, du musst mit deiner trampelnden Stampfkraft einen Kristall aus dem Boden lösen. Stampf, Stampf! Also gut, Leute, tretet zurück! Klappernde Kastanietten, was war das? Stampfi wird dir helfen, deinen Kristall zu bekommen. Dilly Dally, du solltest den Boden kurz mal verlassen. Spring rauf! Alles klar, Stampfi! Lass uns stampfen, stampfen, stampfen! Sehr gut gestampft, Stampfi. Zurück in den Rucksack. Stampf, Stampf. Seht mal, der Regenbogen hat geleuchtet. Das ist die Kraft der Regenbogenkristalle. Es ist das perfekte Souvenir für den Regenbogenkönig. Und er wird es lieben, Dilly Dally. Und wir werden es ihm noch heute geben, richtig? Also noch bevor die Sonne untergeht. Es ist fast zu spät. Ohne Sonne gibt es keinen Regenbogen, der uns nach Hause bringen kann. Komm schnell, beeilen wir uns. Es ist viel zu steil. Nicht für meinen Super Kitty Nati Regenbogengriff! Erinnere mich daran, mir die Krallen zu schärfen. Gibt es noch einen anderen Weg runter von dieser Insel, Dilly Dally? Das wollte ich herausfinden, sobald ich den Kristall gehabt hätte. Also stecken wir bis zum nächsten niemals endenden Regenbogentag hier fest? Sehen wir das Positive. Die Kasufalflöte ist fertig. Was? Ich hab nicht mal Fischpusti-Cracker dabei. Oh, nein! Es gibt noch so
schon, Bartleby, wir rutschen hier schon irgendwie raus. Das ist es. Wir brauchen irgendetwas, das nicht wegrutscht. Es ist Zeit für meinen dritten Wunsch. Zig, Zap, Zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Kuro-Kuro. Wunsch werde wahr. Hallo, Kuro-Kuro. Wir brauchen deine Hilfe, um über diesen super steilen, rutschigen Regenbogen zu kommen. Kuro-Kuro. Dann los, Kuro-Kuro. Kommt schon, springt rein. Also, wir müssen jetzt alle so schnell rennen, wie wir können. Es funktioniert. Wieso flackert der Regenbogen? Die Sonne geht unter, uns läuft die Zeit davon. Schneller, Leute, wir müssen uns beeilen. Juhu, wir sind auf der Spitze des Regenbogens. Jetzt wird es leichter. Jetzt geht es nur noch bergab. Wir schaffen es nicht! Dilly Dally, deine Kasufralflöte. Kannst du mit ihr den Regenbogen zum Leuchten bringen? Ja, aber sicher! Sie niemals über den Regenbogen gehen lassen sollen. Oh, grausliches Grau. Ich vermisse sie so. Moment. Kann das sein? Es ist zu spät. Der Regenbogen ist weg. Oh nein. Leichten, flauschigen Dingen, die ich liebe, bist du am besten. Danke, Cumelo. Ich kann mich wirklich immer auf dich verlassen. Auf dich auch, Kuro-Kuro. Kuro-Kuro. Zurück zu den anderen. Großartiges Grün. Dilly-Dally. Regenbogenkönig? Ich hab dich so vermisst. Ich hab mir solche Sorgen gemacht, liebe Freundin. Entschuldige bitte, dass ich so schrecklich lange fort war, aber ich konnte einfach nicht ohne einen besonderen Schatz zurückkommen. Für dich. Phänomenales, fantastisches Pink, eine Kasufralflöte. Liebste Dilly Dally, egal wie schön deine Souvenirs sind, es geht einfach nichts über einen wahren Freund. Oh, Regenbogenkönig, ihr habt ja so recht. Und ich hab jetzt zwei neue Freunde, die losgezogen sind, um mich zu finden. Oh. Jetzt habt ihr den niemals endenden Regenbogentag verpasst. Nun, nicht den ganzen Tag. Wir haben noch das große Finale. Raketenrot und blühendes Blau. Der Himmel erstrahlt gleich. Schau! Es geht los. Das Beste am niemals endenden Regenbogentag. Der Himmel erstrahlt als Lichtermeer. Nimm deinen Freund und knuddel ihn sehr. Möchtest du auch einen schönen kalten Sasuni-Saft, Bartleby? Das ist das Beste, um sich an einem heißen Strandtag abzukühlen. Aber bekomm bloß keinen Hirnfrost. Wie kann ich Hirnfrost bekommen, wenn mein Kopf so schön warm ist, True? Hirnfrost ist das, was du fühlst, wenn du kalte Sachen zu schnell runterschlingst. Also Schluck für Schluck. Super, großartig. Ich frag mal, ob der Regenbogenkönig und seine Wachen auch was wollen.
Es braucht ein großes Entree, wo ich meine Besucher empfangen kann. Und ganz viele Fenster, aus denen man das Königreich sieht. Oh, und vergesst bitte nicht den Balkon, auf dem ich alle meine Bürger empfangen kann. Durstig, Eure Majestät? Na ja, vielen Dank, True. Meine Arbeiter können eine Pause gebrauchen. Eiskalter Sasuni-Saft. Aber trinkt nicht zu schnell, sonst bekommt ihr Hirnfrost. Ups. Ah, ein royaler Hirnfrost. Oh, das ist äußerst erfrischend. Also, was denkst du? Sieht mein Sandschloss aus wie mein wirkliches Regenbogenschloss? Wow, ich kann sie kaum auseinanderhalten. Was? Bartleby, hast du gerade den ganzen Saft ausgetrunken? Was? Ich? Nein. Was? Nein, ich hab was? Hab ich? Warte, lass mich nachsehen. Kein Gezitter, kein Hirnfrost. Nein, ich war's nicht. Au, hey, hey! Ein Meerblub. Oh, du bist so süß. Hast du unseren Saft ausgetrunken? Schon okay. Ich wette, du wolltest dich nur eine Runde abkühlen. Dann lass uns eine Runde schwimmen. Ja, dieser Schatten ist wirklich angenehm. Ein Meerblub, der nicht ins Meer will? Das ist aber nicht sehr meerblubbig. Ich wurde hier gerade fast weggeblubbt. Das ist wirklich seltsam. Meerblubs verlassen so gut wie nie das Wasser. Das Wasser ist überhaupt nicht kühl. Es ist warm. Sehr warm. Sie versuchen, sich im Schatten abzukühlen. Vielleicht stimmt mit dem lebenden Meer etwas nicht. Tja, nun, das sollten wir lieber rausfinden. Folgt mir. Komm mit, Bartleby. Ihr kennt das lebende Meer? Oh ja, und zwar schon lange. Ich kannte es schon, als es eine kleine Pfütze war. Oh, großes, wundervolles, lebendes Meer. Ich sage dir, ich vermisse dich sehr. Wow. Regenbogenkönig, es tut so gut, dich zu sehen. Das sind meine Freunde True und Bartleby, die sich freuen, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Das lebende Meer wirkt heute nicht sehr lebendig. Also, wenn ich das fragen darf, eure Nassheit, geht es euch gut? Die Hitze macht mich ganz müde. Mich macht die Hitze auch müde. In ihr steckt sicher was von einer Katze. Aber euer Wasser ist doch immer kühl, sogar an heißen Tagen. Das stimmt, Liebes. Eine Eissternfamilie hält mich immer schön kühl. Eissterne? Ja, sie halten das lebende Meer kühl. So wie die Eiswürfel in Bartleby's Sasuni-Saft. Das tun sie wirklich. Ihr findet sie im tiefen Wasser. Aber heute kann ich sie nicht fühlen. Panisches Pink, wenn den Eissternen etwas zugestoßen ist. Dann würde das lebende Meer so heiß werden, dass niemand mehr darin überleben kann. Wir werden sofort nach den Eissternen suchen gehen. Oh ja. Dafür wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Das tun wir sehr gern. Oh. Wow, wir brauchen wohl bald einen Blubsitter. Unsere armen Meeresfreunde. Ich muss versuchen, sie abzukühlen. Gute Idee, Eure Majestät. Und währenddessen suchen Bartleby und ich die Eissterne. Oh, Cuma! Hi, Cumelo. Flieg uns bitte über die tiefen Wasser des lebenden Meeres. Bis bald. Wasser, überall Wasser. Oh Mann, das lebende Meer sollte das mega riesige, gigantische Meer genannt werden. Du findest, dass es ein wirklich großes Meer ist, oder? ich glaube, ich kann ein paar Segelboote sehen. Das sind keine Segelboote. Das sind die Eissterne. Was passiert wohl, wenn ich einen anlecke? Vermutlich bekommst du dann allerschlimmsten Hirnfrost. Sie sollten eigentlich Kälte produzieren.
Funktionieren diese Eissterne überhaupt richtig? Ich versuche mal den Katzenpfotentest. Pfotenfrost! Hey, hat das lebende Meer nicht gesagt, es gibt eine ganze Familie Eissterne? Es ist ein wirklich großes Meer. Lass uns weitersuchen. Genau so. Eine sanfte Brise wird euch abkühlen. Vorsicht bitte. Es gibt genug Schatten für alle. Oh nein, jetzt gibt es gar keinen Schatten mehr. Geht es dir gut, mein kleiner Meerblub? Na, da haben wir ja Glück gehabt. Tja, da müssen wir uns wohl etwas Neues überlegen, um dich abzukühlen. Das bringt mich auf eine Idee. Hier sind keine Eissterne. Da sind auch keine Eissterne. Nirgendwo sind irgendwelche Eissterne. Oh, hier wird übel. Vielleicht. Ich hab dich, Bee. Warte, ich sehe einen. Oh nein, das ist ja der Eisstern von vorhin. Ich erkenne deinen Pfotenabdruck. Ja, richtig. Warte mal, vorhin waren es noch zwei Eissterne. Wo ist denn der andere hin? Ich weiß es nicht. Wir haben überall gesucht, aber konnten die anderen Eissterne nicht finden. Und jetzt haben wir sogar einen verloren. Wir müssen dieses Rätsel lösen, und zwar schnell. Zeit für Wunschhilfe. Cumelo, zum Wunschbaum bitte. Dasi? Ah, True, Bartleby, hier drüben. Fahn, bitte beginne zu pusten. Eine lustige Art, sich abzukühlen. Ja, lustig und nützlich. Ich bereite die Wünsche auf jedes Wetter vor. Windiges Wetter, frierendes Wetter und sonniges Wetter. Oh, damit Sie auf alle Arten von Wetter vorbereitet sind, wenn Sie mit mir ins Regenbogen reichziehen. Ganz genau. Der gewöhnt sich gerade an die Kälte. Hol dir keinen Hirnfrost. Aber das geht wieder vorbei. Und dieser Wunsch gewöhnt sich an sehr heißes Wetter. Oh oh, pass auf! Hab dich! Geht es dir gut, Kleiner? Seid ihr auch hier, um abzukühlen? Genauer gesagt, müssen wir das ganze lebende Meer abkühlen, Sie. Die Eissterne sind verschwunden. Oh nein, dann wird das lebende Meer immer wärmer. Die Meerblubs verlassen das Meer, um sich am Strand abzukühlen. Das ist was Ernstes. Lasst uns darüber nachdenken. Wir sind über das ganze lebende Meer geflogen und haben nach den Eissternen gesucht. Aber wir konnten sie nicht finden. Naja, vielleicht sind sie aus irgendeinem Grund abgetaucht. Ja, das kann gut sein. Wir brauchen Wundhilfe, um unter Wasser suchen zu können. Außerdem müssen wir das lebende Meer so lange abkühlen, bis wir die Eissterne wieder zum Einsatz bringen können. Super Idee, True. Du hast einen Plan und bist bereit, ihn auszuführen. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Was für eine witzige Wunschgruppe. Lass uns sehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist... Gefrieri. Das ist ein Gefrierwunsch, der superkalte Strahlen verschießt, die alles einfrieren. Das ist perfekt. Das wird uns dabei helfen, das Meer abzukühlen, bis wir die Eissterne gefunden haben. Bist du bereit, das Meer abzukühlen, Gefrieri? Das ist ein Ja. Aber halte meinen Schwanz daraus. Der hat schon genug gezittert.
Dein nächster Wunsch ist... Blubber. Ein Unterwasserwunsch, der euch hilft, unter Wasser zu atmen. Über dem Meer haben wir schon gesucht. Um unter Wasser zu suchen, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, diese Katze fasst nur dann Wasser an, wenn mal ihr Sasuli-Saft alle ist. Tut mir leid. Und dein letzter Wunsch ist Stampfi. Ein Trampelwunsch. Nichts macht ihn glücklicher, als zu stampfen und zu trampeln. Ich weiß zwar noch nicht, wie ein Trampelwunsch uns helfen kann, die Eissterne zu finden, aber ich bin froh, dich dabei zu haben. Dankeschön, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Viel Glück, True und Bartleby. Danke, Sie. Hey, sieh mal, da ist eine neue Sandburg am Strand. Und diese ist noch größer. Anscheinend hat der Regenbogenkönig einen Weg gefunden, die Meerblubs abzukühlen. Ja, ich bin hocherfreut, dass es Ihnen endlich besser geht. Aber wenn das lebende Meer nicht schnell abkühlt, dürfte es hier bald ziemlich voll werden. Wir haben die Eissterne noch nicht gefunden, Eure Majestät. Aber wir haben drei Wünsche, die uns helfen können. Los geht's, Kiumelo. Viel Glück! Da ist er! Ich erkenne meinen Pfotenabdruck überall wieder. Du armer Eisstern. Du hast das lebende Meer ganz alleine abgekühlt. Wir haben dir Hilfe mitgebracht. In Ordnung, Gefriri. Es wird Zeit, das lebende Meer abzukühlen. Zip-Zap-Zu, aufgedreht bist du! Mach auf, Gefriri! Wunsch werde wahr! Hi, Gefriri! Lass uns mal sehen, was du alles einfrieren kannst. Gib alles! Toll gemacht, Gefriri! Du kannst dich jetzt vom Abkühlen erholen. Das ist so viel besser. Oh, danke für die Abkühlung, True. Gern geschehen, lebendes Meer. Aber du bist so groß, dass wir dich nicht vollkommen abkühlen können. Das hilft schon, danke. Aber ohne meine Eissterne kann ich nicht kühl bleiben. Wir finden die restliche Eissternfamilie. Versprochen! Okay, Kiumelo, du suchst über dem lebenden Meer nach den Eissternen und Bartleby und ich suchen unter dem Meer. Oder, und ich denke nur laut, Kiumelo und ich bleiben hier oben. Dann haben wir auch keine triefende Katze. Fang die Katze nochmal! Schon wieder Schwanzfrost! Soll das ein Witz sein? Ich habe keinen guten Schwanztag. Noch ein Meerblub. Ich wette, ihm gefällt das kühlere Wasser hier besser. Vorsichtig, das Eis ist ganz neu. Und ich glaube, er will jemanden zum Spielen haben. Wieso nur finden mich andere Kreaturen so unwiderstehlich? Du bist einfach so knuddelig, Bee. Warum bleibst du nicht bei unserem kleinen Blub hier, während ich nach den vermissten Eissternen unter Wasser suche? Blubber, Zeit für deinen Zauber. Zip-Zap-Zu, aufgeregt bist du! Mach auf, Blubber! Wunsch werde wahr! Hallo, Blubber, lass uns abtauchen! Viel Glück, Chu! Keine Sorge, Eisstern. Ich finde den Rest deiner Familie. Ein Seil? Was macht denn ein Seil unter dem Meer? Der Eisstern wird weggezogen! Jemand nimmt ihn mit! Siehst du, das ist doch viel besser als rumspringen und das Eis kaputt zu machen, oder? Hey! Sehe ich aus wie ein Ball? Lass mich runter! Ich habe vergessen, langsam zu sagen. Oh, der letzte Eisstern verschwindet. Der letzte Eisstern!
Eisstern verschwindet. Das ist schlecht. Und das ist noch schlechter. Halt mich! Meerblub, wo willst du denn hin? Hey, Moment. Warum mache ich mir Sorgen? Ninja-Katzen können von Scholle zu Scholle springen, oder? Eins, zwei, Ninja-Katze, los! Heia! Hopp, hopp, hopp! True! Trocken bleiben, trocken bleiben, trocken bleiben! Du bist trocken! Oh, True. Vielen Dank, True. Ich würde dich knuddeln, aber du hast einen Blubberhelm auf. Das ist seltsam. Wir knuddeln uns später, Bee. Okay. Jetzt müssen wir erstmal einen Eisstern finden. Q-Malone. Hast du noch Eisterne gefunden, Q-Malone? Ich auch nicht. Aber ich weiß jetzt, was los ist. Die vermissten Eissterne sind nicht gesunken oder abgetrieben. Sie wurden mitgenommen. Mitgenommen? Warum sollte jemand einen Eisstern mitnehmen? Das weiß ich auch nicht, aber wir werden es rausfinden. Blubber, vielen Dank für deine Hilfe. Der Eisstern war doch eben noch hier, aber jetzt kann ich ihn nirgends entdecken. Hey, vielleicht hat mein Freund Meerblub ihn gesehen. Ja! Er zeigt uns den Weg. Seht mal, hier ist ein Hinweis. Ein Floß und zwei Paddel. Und sie sind noch nass. Hier muss der Eisstern hingebracht worden sein. Also irgendwas hier kühlt alles ganz schön ab. Hast du das gehört? Die Eissterne. Sie sind alle hier. Ja, sind sie. Miau! Entschuldigung. Schon gut. Wir wollten euch nicht erschrecken. Ich bin True und das ist Bartleby. Sie wundern sich, wie wir sie gefunden haben. Und ich wundere mich, woher ich das weiß. Bartleby? Sprichst du steinisch? Also, ja, vielleicht ein bisschen. Also, weißt du, Katzen sind sehr gute Redner. Wir sind euch hierher gefolgt. Habt ihr die ganzen Eissterne mitgenommen? Sie sagen, sie haben die Eissterne mitgenommen, um ihr Zuhause abzukühlen. Sie lieben es, auf dem Eis zu spielen. Aber die Eissterne gehören ins lebende Meer. Ohne sie ist das Wasser zu warm für all die Tiere, die darin leben. Sie sagen, es tut ihnen leid. Sie wollten nur die Lagune einfrieren und Eis laufen. Sie wussten nicht, dass sie das lebende Meer aufgewärmt haben. Aber hier drin haben sie es wirklich abgekühlt. Alle Eissterne auf einem Fleck sind vielleicht einfach zu viele. Wir müssen die Eissterne hier rausbringen. Na, kommt schon! Also gut, alle zusammen. Auf geht's! Und zieh! Er ist komplett festgefroren! Wir werden die Eissterne niemals hier rauskriegen, wenn es nicht wärmer wird. Und wir haben nur noch einen Wunsch übrig. Stampfi, wie kann uns ein trampelnder Wunsch dabei helfen, die Höhle aufzuwärmen? Warte, vielleicht brauchen wir ja gar keine Wärme. Erinnerst du dich noch, als das lebende Meer gefroren war und der Meerblub aufs Eis gesprungen ist, um es zu knacken? Ja, und wie ich beinahe nass geworden bin? Oh ja, Katzen vergessen sowas nicht. Stampfi könnte das Gleiche machen. Er kann stampfen und trampeln, bis das Eis bricht. Dann sind die Eissterne frei und wir können sie hier rausbringen. Ich stampfe vor Freude bei dieser Idee. Zeit für etwas Wunschhilfe. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Stampfi. Wunsch werde wahr. Okay, Stampfi. Bereit zu trampeln? Papa. Papa. Na, dann geht's los. Mit dem Stampfi-Trampler läuft alles wie geschmiert. Tanz den Stampfi-Trampler, wer jetzt den Stampf verliert. Toller Stampfi-Trampler, kennst du dieses Lied? Dieser Stampfi-Trampler hebt und jetzt alle trampelt mit. Huh, dreh dich links, was für ein Glück. Fötchen hoch und zurück. Großer Sprung, starker Schlag. Weiter so, wie ich das mag. Mit dem Stampfi-Trampler sind alle froh, denn jeder weiß. Mit dem Stampfi-Trampler brechen.
Strampler, du bist der Beste, das ist klar. Der Stampi-Strampel-Stampf macht Stampf wunderbar. Mit unserem Trampeltanz haben wir es geschafft. Alle Eissterne sind frei. Es wird Zeit, die Eissternfamilie zurück zum lebenden Meer zu bringen. Wie fühlt sich das Wasser jetzt an? Wieder angenehm kühl. Wenn meine Oberfläche im Winter schön zugefroren ist, dürfen die Steine gern auf mir Eis laufen, True. Vielen Dank, lebendes Meer. Hast du das gehört? Es ist so erleichternd, wieder abgekühlt zu sein. Ich glaube, da kommt eine Welle. Wow! Warte, Bee. Ich dachte, Katzen mögen kein Wasser. Das stimmt. Oh, aber die Meerjungs passen auf mich auf. Oh, sie halten mich schön trocken. Ja, bis jetzt. Vorderpfote? Lila. Das bedeutet, ich muss ganz da vorne hin. Ist das... Das kann nicht wahr sein. Was ist das, Bee? Eine Nachrichtenmaus. Eine Nachrichtenmaus? Sie muss eine geheime Nachricht für mich haben. Du wurdest gebadelfangen. Die Nachricht. Von wem ist sie? Von der allergeheimsten Gruppe, die es gibt. Den Kittinati. Den Kitty Wassi? Den Kittinati. Master Bartleby, die Kittinati fordert Ihre Anwesenheit. Bitte folgen Sie der Nachrichtenmaus zum Schwarztupfen-Dojo. Uns hinterherjagen, True! Nicht so schnell, Bartleby! Ich darf sie nicht verlieren. Ich muss zum Dojo. Was ist ein Dojo? Es ist ein Ort, an dem Katzen trainieren können, um anschließend ein Ninja zu werden. Ja! Gestolpert! Du bist eine Ninja-Katze? Ja, also weißt du, ich bin schon eine. Also ein bisschen. Ich habe erst den gelben Tupfengürtel. Das heißt, ich bin noch Anfänger. Aber jetzt kann ich endlich meinen roten Tupfengürtel machen. Egal, wie lange es dauert. Es dauert lange? Heißt das, dass du für eine lange Zeit weg bist? Hey, ich komme mit coolen neuen Ninja-Moves zurück. Sowas wie Haya und Miau und sowas halt. Ja, okay. Die Schritte sind wirklich cool. Oh nein, wir haben die Nachrichtenmaus verloren. Nein, 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 wir haben sie nicht verloren. Wir sind da. Oh ja, die Kittinati. Hi, ich bin True. Und Bartleby kennt ihr ja. Ich bin Schatten. Ich bin Silberklaue. Willkommen im Schwarztupfen-Dojo. Rottupfengürtel, Rottupfengürtel, ich bekomme den Rottupfengürtel. Nur wenn du unsere vielen, vielen Tests bestehst. Bis dahin, sag bitte, lebe wohl zu deiner Freundin. Oh, richtig. Ich werde dich vermissen, True. Ich dich auch, Bee. Aber ich weiß, du wirst super sein. Leb wohl, Freundin. Leb wohl, Bee. Ist das euer Zuhause? Ich liebe den Klang vom Fluss. Ich warte auf meinen Freund Bartleby. Aber das dauert noch. Er ist im Ninja-Katzentraining. Im Schwarztupfen-Dojo verbessern die Kittinati ihre Stärke, Balance und Konzentration. Unsere Trainingsstationen warten auf dich.
Die Kittinati kennen keine Angst, durchziehen die Schatten wie im Tanz. Die perfekte Balance ist kein Trick. Zeig keine Schwächen, Disteln stechen. Das war mein Hintern. Nichts verwirrt unseren Geist. Perfekt fokussiert und eins. Lern von uns, Bartleby. Und bald bist du ein Kittinati. Ich hab's geschafft. Einen Schwanzzug. Habt ihr das gesehen? Ich hab's geschafft. Und jetzt zieh dich hoch. Zählt fast oben auf. Ich bin okay. Ich bin okay. Zumindest glaube ich das. Nochmal. Hüpf, kleine Eichel. 1, 2, 3. Hüpf, kleine Eichel. Bald schon mein. Hüpf, kleine Eichel. 1, 2, 3. Hüpf, kleine Eichel. Bald schon mein. Sollte das Wasser aber eigentlich nicht machen. Was ist los? Was ist passiert? Oh nein, euer Zuhause ist voller Wasser. Keine Angst, kleiner Freund. Wir finden raus, was passiert ist. Bleib konzentriert. Bleib konzentriert, Bartleby. Komm schon. Irgendetwas stimmt nicht im Wald. Ich werde das rausfinden. Nochmal. Beeilt euch. Wo kommt denn nur all das Wasser her? Der Hügel sieht aus, als würde er... Wow, ein Geysir. Ich muss ihn vom Sprudeln abhalten, bevor alles überschwemmt. Dieser Klotz hier ist viel zu schwer. Oh, dieser Pilz hier könnte ihn verstopfen. So. Oh nein! Ein fliegender Pilz. Ungewöhnlich. Herzlichen Glückwunsch, Master Bartleby. Du hast viele neue Wege entdeckt, zu fallen. Das lag nur am Pilz. Nochmal. Der Pilz fliegt zurück. Sehr ungewöhnlich. Das hat nicht geklappt. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche ganz dringend Hilfe vom Wunschbaum. Kumelo, hier drüben. Auf zum Wunschbaum, bitte! Wo geht Drew hin? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ha! Ah! Oh, Schatten. Ich muss gehen. Jemanden, also etwas außerhalb vom Dojo tun. Du kannst gerne jederzeit gehen. Aber wenn du gehst, kannst du nicht wiederkommen. Sobald du gehst, wird das Schwarzflecken-Dojo verschwinden. Kein Dojo? Nein. Kein Rotfleckengürtel? Nein. Oh, weißt du, ich bin sicher, dass alles Gute ist. Ich mache mir bestimmt nur zu viele Sorgen. Ja, so wird es sein. Ich mache mir bestimmt nur zu viele Sorgen. Hört gut zu. Super Klang. Wow, das klingt total toll. La. Hey, True, ist das nicht cool? Ich teste Ihre musikalischen Fähigkeiten. Hier, bitte. Probier es aus.
Bravo! Danke, Wünsche. Wir können später weitermachen. Wo ist Bartleby denn? Er ist bei ein paar Waldfreunden und trainiert dort Katzensachen. Du meinst die Kittinati? Du weißt von der Kittinati? Der uralte Katzen-Ninja-Stamm, der so alt wie die Zeit ist? Natürlich! Und ihretwegen bin ich auch hier. Der Fluss außerhalb ihres Dojos steigt und überflutet die Heime aller Waldbewohner. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Lass uns sitzen und denken. Das klingt wirklich ernst. Ist es auch. Ich war unten am Fluss, in der Nähe ihres Dojos. Dann ganz plötzlich, wusch, ist ein riesiger Geysir aus einem Hügel ausgebrochen. Faszinierend. Das Wasser ist einfach überall. Ich brauche einen Wunsch, um es zu stoppen. Danach muss ich rausfinden, wo das ganze Wasser eigentlich herkommt. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Auswahl. Lass uns mal in die Wunschklopädie gucken. Dein erster Wunsch ist Waxili. Interessant. Was? Sag's mir. Er kann jegliche Vegetation schneller wachsen lassen. Oho. Wege was? Tazio wer? Du weißt schon, Grünzeug. Wie Gemüse und Pflanzen. Es sind eine Menge Pflanzen im Wald. Ich könnte eine wachsen lassen, um den Geysir zu verstopfen. Und dein zweiter Wunsch ist Blubber. Oh, hör dir das an. Es ist ein Schwimmwunsch, der dich unter Wasser atmen lässt. Das ist perfekt. Wenn ich herausfinden will, was die Flut verursacht, werde ich sehr froh sein, dass Blubber dabei ist. Und dein letzter Wunsch ist Wiegeli. Ein musikalischer Wunsch, der viele beruhigende Lieder spielt. Cool. Aber ich glaube nicht, dass jemand ein Nickerchen machen muss. Vielleicht kannst du ihn anschließend selber benutzen. Danke, Sie. Kommt schon, Wünsche. Lasst uns die Flut stoppen gehen. Wir sind Kittinati. Wir kichern nicht während des Trainings. Wir sind Kittinati. Wir schnurren nicht während des Trainings. Richtig. Kein Schnurren, kein Kichern. Super. True! Hey, True, guck mal! Nochmal. Wow, der Geysir spuckt immer noch Wasser. Okay, Waxili, bist du bereit? Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du! Mach auf, Waxili! Wunsch werde wahr! Kannst du einen Pilz groß genug machen, damit er wie ein Korken den Hügel verstopft? Dann wachse, wachse, wachse! Oh, oh, da ist noch mehr Wasser. Es hat funktioniert. Danke, Waxili. Oh,
Das Wasser oben haben wir gestoppt. Aber unten überflutet es immer noch alles. Keine Sorge, ich werde herausfinden, woher das Wasser kommt. Was tut er denn da? Er wurde soeben von der Kraft der Feder geschwächt. Was gibt es Neues vom Wald? Das Mädchen namens True versucht, ein Problem, das es mit dem Wasser gibt, zu lösen. True? Meint ihr meine True? Ist sie nicht toll? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich mag gar keine Federn. Solange ich nicht herausfinden kann, warum das Wasser euer Zuhause überflutet, bleibt ihr besser an diesem schönen Ort. Könnt ihr mich sehen? Ja. Sei wie Schatten, denk wie Schatten. Okay. Und wie ist es jetzt? Au, Wasser! Ich bin nass! Ich bin überall nass! Halt! Bartleby, halte durch! True! Du hast mich gerettet! Danke. Woher wusstest du, dass ich in Schwierigkeiten war? Ich habe die Mini-Geysire gesehen, die auf dem Weg zum Dojo waren. Aber du kannst sie aufhalten, oder? Ich meine, du hast Wünsche mitgebracht, oder? Natürlich. Ich komme mit dir. Bartleby, bitte vergiss nicht. Wenn du das Dojo verlässt, kannst du nicht zurückkommen. Ich weiß. Aber ich muss meiner Freundin helfen. Wo sind diese Geysire hergekommen? Der Boden hat gewackelt. Und dann haben meine Füße gebibbert. Und dann stieg der Fluss über die Ufer. Der Fluss. Bartleby, das ist es. Wenn das Wasser so sehr steigt, dann gibt es vielleicht ein Problem im Fluss. Wenn ich unter Wasser gehen kann, finde ich die Lösung. Aber True, du kannst nicht in den Fluss gehen. Mit etwas Wunschhilfe kann ich es. Blubber, ich brauche dich. Ausgewählt bist du. Mach auf, Blubber. Wunsch werde wahr. Ein guter Tag zum Schwimmen, Blubber. Sieht aus, als wäre das ganze Flusswasser unter dem Hügel. Und aus dem Hügel kommt der große Geysir raus. Aber warum steigt das Flusswasser so schnell? Lass uns noch mal zurückgehen. Da, sieh mal! Ein Puffypuff ist in Not und er blockiert den Weg des Flusses. Entschuldigung, Mr. Puffypuff, aber Sie blockieren den Weg des Flusses. Stecken Sie fest? Kann ich Sie denn da rausholen? Es ist okay. Ich wollte Ihnen keine Angst machen. Oh, Sie haben aber Angst, oder? Oh, ich wette, wenn Sie Angst haben, puffen Sie auf, oder nicht? Um Sie wieder zu entpuffen, muss ich Sie beruhigen. Mein dritter Wunsch, Wiggly! Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du! Wach auf, Wiggly! Wunsch werde wahr! Wir brauchen beruhigende Musik, Wiggly. Kannst du das tun? Sie sehen immer noch etwas beunruhigt aus. Ich singe Ihnen etwas vor. Schlafe, 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 oh, schlaf sanft ein. Hab keine Angst, denn alles wird fein. Tauch ganz tief in deinen Traum hinein. Komm schon, schlaf, bitte schlaf sanft ein. Schwimmen Sie weiter, Mr. Puffypuff. Und
der Fluss fließt wieder. Du hast es geschafft, Wiggly. Dankeschön. Komm zurück zu den anderen. Komm, Blubber. Schauen wir, ob die Mini-Geysire gestoppt wurden. Wieder trocken und sicher. Wir haben es geschafft, Bartleby. Du warst fantastisch. Ich kann deine neuen Ninja-Schritte noch gar nicht richtig fassen. Ich auch nicht. Was habe ich gemacht? Erinnerst du dich nicht ans Laufen und Springen und wie du mich mit deinem Schwanz aus dem Wasser gezogen hast? Du meinst, ich war genauso wie die Kitty-Nati-Meister? Ja, warst du. Wir haben alles gesehen. Habt ihr? Es tut mir leid, dass ich das Training im Dojo verlassen habe. Aber ich musste True helfen, wenn das bedeutet, dass ich... Du hast richtig entschieden, Bartleby. In der Tat. Du hast getan, was Kitty Nati tun müssen. Ihren Geist fokussieren und anderen in Not helfen. Deswegen verleihen wir dir den wohlverdienten Rotfleckengürtel. Den Rotfleckengürtel! Ja! Das ist das Beste, was mir je passiert ist! Gut gemacht, hä? Gut gemacht, hä? Gut gemacht. Oh, Bartleby. Jetzt bist du ein echter Rotgürtel, Kitty Nati. Danke, ihr Meister der Kitty Natis. Deine wahre Freundin wartet auf dich. Sieh mal, Chu! Ich bin ein Rotgürtel, Kitty Nati. Hat niemand gesehen. Alles gut? Okay. Komm schon, True. Lass uns spielen. Ninja-Katze oder nicht. Du bist und bleibst der gleiche Bartleby, den ich kenne und liebe.